Abend, freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Lanz kocht. Erntedankfest wollen wir heute feiern. Schönes Motto, der Herbst, der Zeit der Ernte. Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich zunächst mal Alfons Schubeck, Tim Melzer, Stefan Marquardt, Alexander Herrmann und Andreas T. Studer. Sehr dynamisch heute wieder. Ja, keiner, nee, gibt's immer Power. Geht's dir? Ja, danke. Hallo. Du machst heute? Ich werde ganz liebe Grüße von Peter, von Stefan. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, mein Bester. Alles gut? Ja, hervorragend. Was machst du? Hirsch. Hirsch. Hirsch, Hirsch, ja, machst du heute? Ja, sehr gut. Vielen Dank. Sehr schön. Alles gut? Ja, alles gut. Super. Kommst du gerade aus der Schweiz? Ja. Aus der Schweiz. Frisch im Flogger, ja. Frisch aus der Schweiz. Frisch. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Du machst heute Hirsch, Alexander? Hirsch gibt's ja. Ja, also Hirsch-Kalbsrücken. Hirsch-Kalbsrücken. Ja, weil der Hirsch ist ja noch ein bisschen größer als das weibliche Pendant. Ja. Und deswegen ist es auch ein zarter Rücken. Also der ist von der Größe her irgendwo zwischen, sage ich mal, einem großen Reh und dem großen Hirsch, ja, ist das Hirschkalb. Das ist insofern interessant, als ich ja den Zwölfender eher vorne auf der Vorspeisenposition vermutet habe. Aber er schießt die großen Böcke. Ach so, so ja, das ist was anderes. Also wir begrüßen sehr, sehr herzlich Alfons Schubeck, meine Damen und Herren. Alfons, schön, dass du da bist. Alfons, du machst uns heute was sehr Schönes. Ich dachte wirklich, Wild, das ist ja eher so deine Abteilung, aber heute gebackener Zander auf rote Beete-Soße mit Karotte. So. Ja, es stimmt nicht ganz. Es stimmt schon fast. Also es stimmt. Ich mache im Grunde großen Ganzen eine Chili-Ingwer-Karotte auf einer Joghurtsoße mit rote Beete, damit du auch recht hast. Ja. Kommt der Zander dazu. Da steht ja nichts davon, steht hier auf meinem Zettel. Das habe ich mit Absicht so hingelegt. Ja, gut. Also nein, du machst eine Chili. Ich mache so ähnlich, wie es du gesagt hast. So ähnlich. Also eine Chili-Ingwer-Karotte, ja, auf einer Joghurtsoße und mit und mir zuliebe Karotten noch dabei und rote Beete. Ja. Und der Zander ist aber auch im Spiel. Total. Nein, es ist eigentlich so, wie du es gesagt hast. Schaut nur ein bisschen anders aus. Gibst du mir mal eine Karotte her? Eine Karotte. Ja, darf ich dem Meister so eine Karotte anreichen? Bitte schön. Also der Witz an dieser Vorspeise ist, dass die dann so ausschaut wie eine Karotte. Ja. Wird aber zuerst einmal ein bisschen als Mousse gemacht. Das heißt, ich habe hier die Karotte weich geköchelt, habe da Brühe drauf gegeben. Ja. Weil sonst stockt ihr mit in der Zwischenzeit. In 20 Minuten geht das sonst nicht. Ja. Gib jetzt ein bisschen Agar-Agar rein. Wie kocht man denn sowas so weich? So? Du nimmst eine Brühe und schneidest Karotten klein, also schälst sie vorher und kochst es weich. Ach so. Ja. So, und dann hast du ein Püree, ein Karottenpüree. Verstehe. Hast und du das nochmal passiert irgendwie? Dann wird es passiert, wenn es weich ist. Dann passiert es, ja. Und dann, dann passiert es fast. Ja. Und dann tust du ein bisschen Ingwer rein. Und zwar in Form von einer, das ist einmal flüssig, gibst du das da rein. Das ist nur der Saft also vom Ingwer, hier, ja. Gut. Oder du reibst ihn auch rein, aber der ist noch intensiver. Probier mal. Ja, das ist nicht so schlimm. Nö, es geht. Sehr angenehm. Ist aber sehr. Natürlich ist das intensiv. Ja, das mich verarscht. Ich muss ja hier Intensität nicht bringen. Ja, aber das geht ganz Zunge. Gut. Ja, das mein ist, Gott, ein bisschen was wird der Zunge auch aushalten. Ja. Ist das dieser Ingwer, den du morgens auch so flüssig zu dir nimmst? Ja? Wie trinkst du den? Das Wasser hier. Wasser, Ingwertropfen rein und läuft. So, ich gebe mir gleich ein bisschen mehr rein. Und dahin geht's. So, lass mal kosten. Und ist dann gut gegen alles einfach. Sehr gut. Was machst du mit dem Zander? Also für Haarwuchs ist Ingwer nicht. Weil sonst hätte ich so eine Mähne. Ja. Offensichtlich. Was ist mit dem Zander, Alfons? Was machst du mit dem Zander? Also gut. Und das fülle ich dann, da habe ich mir aus Silikon so matte gemacht. Ja. Also machst du flüssig, ja? Aus Silikon. Und dann gibst du die Karotte vorher rein, lass es fest werden, klopfst es raus und hast du diese Form dieser Karotte, die du reingeben hast. Und das gieße ich jetzt ein. Also das heißt, du zerhackst die Karotte erst, kochst sie weich, passierst sie, um sie dann wieder in Karottenform zu servieren. Weißt du, Markus, hast du nichts zu tun sonst, Alfons? Wenn du einen Kartoffelsalat machst, kochst du auch die Kartoffel vorher, weil roh kannst du in der Kartoffel nicht essen. Das ist richtig, aber. Also dann schau das doch erst einmal an. Ich freue mich drauf. Und wenn es dir gefallen hat, dann meckert's drum. Und wenn es dir nicht gefallen hat, sagst du nichts. Ja, gut. Aber ich muss jetzt noch was sagen, schau hier. Also muss erst kalt werden, oder? Ja, dieses muss doch kalt werden, ne? Irgendwie. Bitte?
Also du hast hier Gelatine, hast du da am Start, ne? Na hier, habe ich Agar-Agar, ja? Weil Agar-Agar, das nennt man auch die japanische, sagen wir mal, Gelatine, die gebe ich jetzt da ja, rein, okay. Verrührt es. Mhm. Aber das macht es nur, also das muss 95 Grad haben, weil sonst geht das nicht. Das muss kochen. Richtig heiß. Sonst geht das nicht bei Agar-Agar. Okay. Und jetzt ziehst du es weg. Und jetzt nimmst du die Gelatine her. Und jetzt gibst du das rein, weil die Gelatine macht es fest und Agar-Agar macht es cremig. Aha. So, und jetzt fülle ich das dann da rein. Machst du jetzt direkt? Mach jetzt. Oder bleib ich hier? Muss das sein? Ich meine, natürlich. Ja. Ja, Tim, sowas schon mal gemacht, sowas Seltsames? Du bist ja eher so der direkte Koch unter Umgehung von Gelatine und... Naja, das hat aber definitiv zwei Gründe. A, habe ich die technische Fähigkeit nicht und B, habe ich wirklich noch ein Privatleben. Und bevor ich so einen Scheiß mache... Ja. Also Scheiß würde ich nicht bezeichnen. Ja, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, aber das nein, ist, das ist schon schön. Also dazu muss ich dir sagen, wenn du mal 45 Jahre kochst, ja, dann haben wir die Karotte auch früher draufgelegt. Aber es gibt immer so Dinge, wo man sich freut, wenn man ein paar Köche in der Küche hat, ja, die aus einem anderen Winkel kommen. Ich würde da noch mal ein bisschen. Und die dann sagen, Chef, darf ich mal probieren? Absolut. Und dann lass es probieren und dann kommt da ganz was Witziges raus. Also wir haben genau das Gleiche bei uns auch im Restaurant. Das gibt einen aber, nicht zu abgedreht. Nee, aber der kommt auch. Der kommt so ein bisschen aus der, ich sag mal, technisch raffinierteren Küche. Der so darf sich auch austoben. Ja. Aber ja, ich würde meine Freizeit damit nicht verbringen. Da habe ich wirklich Schöneres zu tun. Ich komme auch aus einer anderen Zeit. Jetzt zeige ich dir, wie die Karotte auch ausschaut. Ja, ja. Wie die Karotte ausschaut, wenn sie fertig ist. Du hast das schon mal. Hier, da ist sie dann drin. Du musst abdecken, weil sonst riecht sie hier. Da ist sie drin. Und so schaut sie aus. Ja, eben wie eine Karotte halt. Sehr schön. So schaut sie aus. Ja, ist halt eine Spielerei. Nein, aber ist schön. Entschuldige, ich kann auch eine Karotte so drauflegen, wenn du wirklich ja. Nein, wir finden es toll, Alfons, dass du sowas machst, weil wir natürlich handwerklich immer hoch interessiert sind. Und ich merke ohnehin, dass sich die Sendung immer mehr in Richtung Obi entwickelt. Insofern passt das schon. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Tim Melzer, der heute bei uns ist und uns macht. Das ist schön norddeutsch hier, ne? Ja. So richtig schön norddeutsch. Ja. Passt auch zum Erntedank. Absolut. Der uns heute macht Birnen, Bohnen und Speck und zwar im Melzer-Style, Tim. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ja, halt kein technisches Schnickschnack, sondern ich schneide das Gemüse, ich koche das, ich schmecke das ab, serviere es, fertig. Ja, toll. So, ganz fertig. Okay, und was ist jetzt besonders an diesem Birnen, Bohnen, Speck-Ding, das du jetzt hier machst? Ist da was Besonderes dran? Das weiß, ja, weiß ich gerade nicht. Ja, Melzer-Style steht hier. Das ist lecker. Das ist ja, gut, das Besondere. Das ist das von deiner Mama auch? Nein, das ist so, also Birnenbohnenspeck. Meine Großeltern hatten ja eine Baumschule und ich weiß, was Erntedank bedeutet. Ich habe mein erstes Geld verdient, indem ich wirklich Setzlinge gesetzt habe und eben auch teilweise geerntet habe. Allerdings jetzt nicht so typisch, wie man sich das vorstellt, landwirtschaftlich, sondern wirklich Bäume, Unkraut gejätet und ähnliches. Und da, wo ich herkomme, hörst du mir zu? Oder ich höre dir zu, ja. Sonst erzähle ich euch das. Ja, also meine Familie, die hatte irgendwann mal eine Baumschule. Markus hört mir nicht zu, deshalb erzähle ich euch das. Und als Zwölfjähriger habe ich dann angefangen, mein erstes Taschengeld zu verdienen. Und meine Großmutter, die hat immer sehr rustikal gekocht. Daher habe ich diese Beziehung zu Steckrüben-Eintopf, so Bratkartoffeln, solche Sachen und halt Birnbohnen und Speck. Und Birnbohnen und Speck, da ist kein großes Geheimnis dahinter. Man kocht Bohnen, man schmeckt die lecker ab mit ein bisschen Zwiebelchen, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Bohnenkraut. Dann werden die Birnen separat gepochiert, weil diese kleinen kriegt man nicht immer. Ich habe jetzt ganz normale Kochbirnen genommen. Den Speck, das ist das Einzige, weil auch inzwischen in meinem Freundes- und Familienkreis gibt es den einen oder anderen Vegetarier. Den gebe ich nicht mehr zu den Bohnen dazu, sondern den werde ich separat ein wenig panieren, sodass man ein kleines Speckschnitzel hat. Kann man separat servieren, wenn Birnen und Bohnen und Kartoffeln alleine per se sind schon lecker. Der Speck da oben drauf ist nur die Krönung. Und jetzt habt ihr was gelernt. So. So, Tim. So, Tim. Ja. Sag mal, hast du mal was mit der Baumschule gemacht, habe ich immer gelesen? Die legendäre Baumschule Lübbers an der Pinneberger Straße zwischen Relling und Schnelsen. Das darf ich sagen, die gibt es leider nicht mehr. Oh. Jedenfalls nicht mehr in der Konsequenz. Ja. Irgendwann ist mein Uropa ja aufgrund eines natürlichen Vorganges verstorben. Sprich, das Alter hat irgendwann dann sein Tribut gezollt. Schöner Satz. Er lebte still und unscheinbar und starb, weil es so üblich war. Oh. Ja. Der war ganz süß. Also mein Urgroßvater ist so eine der Personen gewesen, zu dem ich wirklich eine wirklich intensive Beziehung hatte. Vielen Dank für die sehr gerne. Immer noch ich habe gedacht, wenn alle labern, muss ja einer kochen. Super. In diesem Sinne. Herzlichen Dank, Tim Melzer. Und wir freuen uns über den Besuch
von Stefan Marquardt. Und das ist was für dich, Tim, hier. Stefan Marquardt, der uns heute macht eine beschwipste Kaninchenkeule auf Kartoffelmorchelgemüse an Lorbeer-Olivenschaum. Das ist mal... Ja, klingt viel, mal gucken, ob ich fertig werde. Ne? Gut, manche machen Birnenbohnen-Speck und manche machen eben Kaninchenkeule auf Kartoffelmorchelgemüse an Lorbeer-Olivenschaum. Wo fangen wir an? Ja, ich würde mal sagen, mit den Kartoffeln ist am einfachsten. Die schneide ich gerade. Oh, ja. Und Morcheln, meine, ich hätte natürlich gern frische genommen, aber ich sag mal, die getrockneten Morcheln, die gehen wirklich wunderbar. Die weicht man schön in Wasser ein, man kann das Wasser noch mit hernehmen. Also geht wirklich super. Kommt auch ein toller Geschmack raus. Gut. Und das wird nachher einfach aufgesetzt, kurz angeschwitzt mit Thymian, mit Knoblauch. Knoblauch einfach draufhauen, mit anschwitzen. Salzen, Pfeffer, Zucker, ein bisschen Muskatnuss. Und das Ganze wird dann einfach mit der Soße, was ich dann vom Kaninchen kriege, angegossen. So, und wieso beschwipst? Weil du unglaubliche Mengen wovon reinkippst? Ja, also ich meine, erstes Mal darf die gute Keule in Weißwein garen. Ne? So geht schon mal los. Ja. Wichtig ist natürlich auch vorher das Fleisch würzen, damit wirklich die Gewürze reingehen, damit die innen drin auch nach was schmeckt. Also gut salzen, ein bisschen Zucker mit drauf, dass der Eigengeschmack gehoben wird. Ja. Und das Ding ist einfach, hinterher kann ich nur noch außenrum würzen. Und innen drin ist immer leicht fad, finde ich. Also ich kann nur sagen, was ich finde. Wenn du es vorher willst, musst du natürlich das 3- bis 4-fache an Gewürzen drauf tun, weil du hast natürlich mehr Fläche, die du abschmecken möchtest. Mhm. Und bin gespannt geschmeckt. Und dann, sobald es gegart ist, habe ich hier Backpflaumen. Warte, sag noch mal, was du da alles drin hast. Karotten sehe ich da, Zwiebeln sind drin. Lauch ist drin, Thymian ist drin, bisschen Knoblauch ist drin. Ja. Habe ich auch der vorher Fond, was ist das für ein Fond? Das ist nur Weißwein. Die nur Weißwein. Ganz langsam in Weißwein vor sich hin. Mit Temperatur ein bisschen runter. Ja. Die garen die jetzt einfach nur an. Dann kommt die raus. Ja. Das Gemüse soll ja auch knackig bleiben. Durch den Weißwein bleibt es einigermaßen knackig. Da machen wir dann so einen lauwarmen Salat. Weil Weißwein davon. Was bewirkt? Ja, durch die Säure. Also zum Beispiel, wenn ich den Tim jetzt den Essig da drüben reinkippen würde, dann könnte seine Bohnen 2 Stunden kochen. Die würden nicht weich werden. Mhm. Okay. pH-Wertveränderung. Genau, dadurch werden die Zellen nicht so schnell weich. Er hat in der Schule besser aufgepasst, wie ich. Wollte gerade sagen, ja. Baumschule. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Der Witz an der Sache ist, ich habe hier die Backpflaumen und habe hier ein richtig schönes Schnäpschen. Pflaumenschnaps im Barrik. Oh. Ja, toll, ne? Ja. Das wird dann püriert. Die einen sagen so, die anderen so. Damit werden nachher die Keulenteile eingerieben und werden nachher im Ofen zwischengelagert und es hat richtig Pfiff. Also danach nach dem Gericht kannst du nicht mehr fahren. Ja. Also das hat es wirklich, wirklich in sich. Also ich meine, da kommt der ganze Schlagzeug. Ja? Naja, ich sag mal, ich gehe ja nicht mit voller Hitze drauf, sondern ich lasse es nur bei 80, 90 Grad schön ziehen, dass der Alkohol nicht verfliegt. Ja, und dass das Fleisch schön langsam gegart wird. Ich verstehe, ja? Ich verstehe. Aus der Abteilung kein Alkohol ist auch keine Lösung. Richtig. Gut, ja. gut. Getrunken? Nein, ich habe das Kaninchen gegessen. Ja. Ich war bei Marquardt Kaninchen essen. Ja. Sehr schön. Was sonst noch an Besonderheiten? Und dann machen wir noch das ist zwar eine ziemlich abartige Geschichte. Der Schaum, oder? Der Schaum, genau. Lorbeer-Olivenschaum. Lorbeer-Olivenölschaum. Ja. Und zwar nämlich einfach nur Sahne und Olivenöl 1:1. Hört sich erstmal abartig an, gebe ich zu. Ja. Und da kommt nachher Lorbeer rein. Ich mache noch ein bisschen Thymian, Knoblauch, Salz, Zucker, Muskat. Was ich so finde, schmeiße ich da noch rein. Mhm. Darf auf keinen Fall kochen. Hinterher wird es passiert und nur aufgeschäumt. Und es kommt wirklich nur die Schaumhaube oben drauf. Also es ist nicht so schlimm. Ja, und schmeckt mehr natürlich sehr olivenlastig. Sehr olivenlastig und richtig vollmundig, nenne ich es mal. Super. Ja, der Tim wird sagen, das schmeckt ja total fettig und ich sage, es ist vollmundig. Ja, nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten neulich, machst du sowas auch, Alfons? Olivenschaum? Ich habe jetzt nicht so aufgepasst, tut mir leid, ich bin mit der Karotte beschäftigt. Ich weiß, du beschäftigst dich. Diese Karotte wird uns heute, glaube ich, noch eine Menge Freude bereiten. Ja, Stefan, bin ich sehr gespannt drauf, auf deinen Olivenschaum. Wir hatten neulich hier, was war das, Alex? Bierschaum? Nein, Quatsch, Schinkenschaum? Schinkenschaum hatten wir. Schinkenschaum. Aber das war auf Lecithin-Basis, das ist anders. Also Lecithin ist ja eigentlich ein Emulgator, der in Eigelb und Senf mit drin ist und der emulgiert vor allem Wasser mit Fett. Deswegen auch, wenn du jetzt ein Rahmdressing, Cremedressing machst Eigelb mit rein, ein bisschen Senf, dann wird er ja cremig. Wenn du das Pulver pur nimmst und gibst es in eine nicht gefettete Flüssigkeit, also eine Brühe, darf kein Fett oben drauf sein. Oder zum Beispiel, wenn du einfach hergehst und sagst, du hast zum
Du hast dann Staudensellerie zum Beispiel entsaften und den Saft kochst es auf und gibst dann das Lecithin dazu. Und du pürierst es hoch, dann entsteht da wie so ein Badeschaum. Okay. Und diesen Lecithin könntest du jetzt nicht bei der Sahne mit reingeben, weil durch das Fett sagt das Lecithin, dann emulgiere ich, ist kein Fett drin, sagt ha, dann schaum ich. Also. Das ist ein schönes Lecithin, das so viel spricht in Franken. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich zunächst mal und ganz offiziell den Alexander Herrmann, meine Damen und Herren, der uns heute Alex macht. Es geht ja schon schwer in deine Richtung hier. Hirschkalbsrücken mit Kürbiskernen gebraten, rote Beete, Orangen und Kartoffeln. Haben wir alles? Ja, ne? Haben wir? Ja, ist alles dabei. Hammer, ne? Mhm. Gut. Ja. So, den Hirsch. Der Hirsch, der ist schon da drin. Erlegt und den liegt du, im Ofen. Den du wie gast? Gibt es da eine Besonderheit? 100 Grad sehe ich, das ist ja schon sehr, sehr wenig. Ich bin weit runtergegangen. Ja. Also beim Wild ist ja generell so, haben sie andere Fasern. Ja. Also Rind hat starke Fasern, das verträgt auch einmal ein bisschen Hitze. Oder Wildschwein zum Beispiel, extreme Fasern. Mhm. Also Wildschwein ist nie richtig zart. Manche Leute verwechseln das dann und sagen, oh, das ist zäh. Das ist es nicht, das ist einfach, weil die Faser so stark ist. Ja. Deswegen ist es manchmal schwierig, das im gebratenen Bereich einzusetzen, das schmort man lieber. So, und beim Hirsch ist es ja so, dass der kaum Fett hat und zarte Fasern, aber schon ein bisschen von der Größe her des Tieres schon ein bisschen in die Richtung von Kalb und Rind reinkommt. Und deswegen gehe ich jetzt her, habe den angebraten von allen Seiten ganz kurz, und bei 100 so Grad drin. Zwei, drei Minütchen. So, ja. 100 Grad, dass es schön langsam eben rosa ziehen kann. Perfekt. So, und geschmacklich ist das sehr anders als Reh oder vergleichbare? Also Reh ist schon noch ein bisschen feiner. Feiner, ne? Ja. Weiß auch, kleiner. Ich finde auch mehr Wildaroma hat und es hängt auch damit ein bisschen zusammen, wie lang dieses Wild ja in der Decke, nennt man das, also im Fell abhängen darf. Ich bin ja ein Jägerbursch. Ne? Ja? Ja, natürlich. Ich war mit meinem Vater immer auf der Jagd. Ach Quatsch. Oben auf der Kanzel gesessen und so. Tun sich Jagdhunde heute auf. Der eine hatte Baumschule, der nächste war Jäger. Ja, genau. Okay. Der Jagdhund und ich, wir waren eine Achse. Ist das ja, wahr? Ja. Ja. Ja, ja. Machst du das heute noch? Nein. Weil du keine Zeit hast oder weil du es ablehnst? Nee, ich lehne es definitiv nicht ab. Ich muss auch gestehen, dass ich die Jägerei oder gestern gesagt der Förster, wenn er sich um den Wald kümmert, das ist schon was sehr Ehrenvolles. Das ist nicht oft ein bisschen so in Verruch gekommen. Stimmt gar nicht, im Gegenteil. Aber ich habe keine Zeit. Das war auch früher so. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt mal so 30 Jahre zurückgehen, war meine Mutter in der Situation und gesagt, du, bei uns im Hotel, der brennt's grad. Wo ist dein Vater? Sag ich, weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Drüben in der Jägerklause. Und dann musste ich über den Marktplatz gehen. Und die Jägerklause, da ist jetzt übrigens die Apotheke drin. Ja? Und dann musste ich ihn immer rausholen. Und das ist das Beweis dafür, dass du für die Jägerei viel Zeit brauchst. Und die habe ich nicht. Definitiv. Ja. Weil man muss sich auch viele, viele tolle Geschichten erzählen. Ja, Jägerlatein ist da das große Stichwort. Wahnsinn. Ich glaube, da habe ich es gelernt. Ja, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Alex, wir freuen uns auf deinen Hirsch. Herzlichen Dank und begrüßen einen Besucher aus der Schweiz, meine Damen und Herren. Andreas C. Studer ist bei uns. Der. Guten Abend. Arbeitest du hier mit Käse? Mit Käse, genau. Ja. Ja. Okay. Was denn Schusch? Ja, naja. Mit Käse kann ich am besten. Ja, aber italienischer. Der uns macht ein Cranberry-Apfeltörtchen und Ahornpreußen. Was sind Ahornpreußen? Ahornpreußen, das sind wirklich genau die Preußen, die jetzt alle meinen, also die deutschen Preußen. Ja. Die Schweizer Zuckerbäcker, die kenne ich auch nicht. Aber, ja, eben, genau. Die Schweizer Zuckerbäcker, die sind ausgeflogen, so im 18. Jahrhundert, und wollten halt neue Sachen in die Schweiz holen. Ne? Die waren ja schon führend in der Zuckerbäcker-mäßig und haben dann diese Schweinsohren entdeckt und fanden die ganz cool. Und weil sie in der Schweiz, Preußen wird sie ein bisschen komisch anhören, die sagen Prussien dazu. Also wir nennen das Prussien, ein bisschen schicker, weil ein kleiner Teil der Schweiz, nämlich Neuchâtel, also Neuenburg, war preußisch früher. Deswegen. Und da sind die natürlich bestens aufgehoben gewesen. Und das mache ich jetzt hier gerade. So, aber natürlich alles mit einem Schweizer Einschlag. Ja, ich wollte gerade sagen, und es soll süß werden. Und ich sehe dich hier mit Käse hantieren. Ja, richtig, genau. Das ist Parmesan oder was ist das? Nee, das ist ein Sprinz aus der Schweiz, der Käse. Also ein richtig schön 36 Monate gereifter. Aber das ist unbedingt. So ein Hartkäse, so ein richtiger. Der kommt auch dem Parmesan sehr nahe, oder? Ja, genau. Das geht genau in die gleiche Richtung. Kommt aus der Innerschweiz und ist... Ist Hartkäse. Nee, bei ihm nee. Ist Hartkäse. Das nimmt das ist schon. Isst du Kalbsbries? Kalbsbries? Hast du schon mal gehört, das ist kein Star heute. Ich sag einfach ja. Komm, geh. Ess ich nachher. Komm, Hartkäse isst du noch immer. Boah, der ist zäh wie Harry, du. Der ist zäh, ja, ja. Also, das ist ja. Ja, da musst du gut kauen, mein Lieber. Ja, hallo. Also, Zähne habe ich noch. Ein Stück von da drin. Also, auf jeden Fall, was ich hier gemacht habe, ist. Ich muss das nachher noch abschmecken.
Ist ein ganz normaler Blätterteig. Ist ein Blätterteiggebäck. Schöner also. Käse ist das. Das ist toll, der Käse. Ja. Ne? Und schmeckt ja auch cooler. Irgendwann, wir haben so lange genug. Immer kommt es an. Wenn der Wasser wird. Mit Wasser gemischt am besten, ja. So, auf jeden Fall habe ich jetzt auf den Blätterteig, habe ich das Fertigprodukt genommen, weil diese 256 Schichten, das kennen wir schon, das würde ein bisschen zu lange dauern und die Sendung sprengen. Den Käse drauf verteilt, man kann natürlich auch einen ganz normalen, also einen deutschen Käse nehmen, man kann auch einen Parmesan nehmen, also ja. Wir sind überhaupt nicht markenfixiert, aber hier drauf geben und jetzt wird das eingerollt von zwei Seiten, wie die Schweinsohren. Mhm. Da könntest du mir ein bisschen helfen hier auf der Seite, weil da treffen wir uns in der Mitte. Hier? Ja, genau. Also das ein bisschen lösen. Warte mal. Ja. Ist ja Backpapier. Und weil es ein bisschen warm ist hier bei uns im Studio. Oh. Genau. Ja, ganz vorsichtig. So. Ja. Und jetzt drehen wir das so, wie ich es hier gemacht habe. So ein, ja. Genau. Und jetzt kommst du von der Seite. Und wir treffen uns in der Mitte. Und dann schneide ich die in... Wie nennt man das in der Schweiz? Ein Rölli? Das Rölli, genau. Jetzt haben wir so zwei Rölli. Ja, du musst immer Rölli, genau. Ja. Rölli ist wichtig, also für die, die rauchen unter den Zuschauern. Ne? Also rauchen, ich meine, auch Hasch und sowas in der Schweiz ja öfter mal geraucht. Ja, die sind immer, ist Rölli. Das heißt, also wir drehen uns ein und... Genau, und dann riecht es plötzlich so. Ja, ist so. Das ist das Codewort der Schweiz. Ich verstehe. Wenn du sagst, gibt es ja Geröllerli, dann weiß man, genau. Du kiffst gerade wieder. Das ist eine Einladung, so genau. Okay. Aber ich habe das letzte Mal geröllert, das war, ich glaube, 1991. Da war ich auf der Hotelfachschule und haben wir so einen Ofen geröllert, ne, zu dritt geraucht und eine so eine große Flasche Whisky. Und es war das letzte Mal, also das weiß ich noch. Ja, da ist, glaube ich, alles hochgekommen, was hochkommen kann. Auch auf der Baumschule gewesen. Baumschule. Ich darf hier ganz unverkrampft drüber reden, also ich tue es nicht. Gut. Ja, aber meine Schwester hat früher einen Hanfladen gehabt, das kann man vielleicht noch sagen. Der hat sie jetzt auch nicht mehr. Sie kennt sich mit Röllerli gut aus. Deine Schwester hat einen Hanfladen. Aber Hotza. So, gibt's so eine schöne Zeile. Da gibt es so eine schöne Zeile von Das Bo. Ich bringe ihm jetzt das Tanzen bei und rauche da auch noch Pflanzen bei. Das ist genau dieses Ding. So, wunderbar. Das ist perfekt. Das schneide ich jetzt gleich, gebe das auf ein Blech. Aber ganz kurz noch zeigen, was schon passiert ist. Ein paar Sachen sind ja schon passiert. Mhm. Erntedank ist für mich ja auch, also dem Apfel zu danken zum Beispiel. Also den ganzen... Ne, soll das jetzt so sein? Oder? Nein. Das wird jetzt so geschnitten. Wenn du das so früher auch gemacht hast, verstehe ich, warum du mit dem Kiffen aufgehört hast. Also das sieht ja übel aus. Nein. Mach dir mal keine Sorgen. Du wirst gleich sehen. So in Stücke schneiden, so aufs Blech geben. Und das kann man jetzt noch nicht erkennen, es ist ja Blätterteig. Ja. Kommt dann hoch, hat diesen tollen Käse drin. Ja. Und was ich hier gemacht habe, ist ein Ahornsirup eingekocht mit ein bisschen Sternanis. Leicht ein bisschen dick geworden. Mit dem wird das dann geträufelt. Also das okay, das ist Knaller. Süß. Süß? Und was macht salzig. Der Käse? Warum der Käse? Der Käse gibt dem Ganzen so einen Schweizer Touch. So eine schwere Note. Nein, nicht schwer. Da ist ja ganz wenig Käse drauf. Ja, das stimmt. Und von dem werde ich ein paar Stücke noch dazulegen dann. Und die werden wir am Schluss mit Ahornsirup. Und hier haben wir was, Andreas? Das Chürchli, was jetzt schon im Ofen ist. Chürchli, genau. Einmal ein bisschen amerikanisch. Thanksgiving, da gehören unbedingt die Cranberries. Typisch amerikanisches dazu. Wort, Chürchli. Ja, genau. Ja. Probier den Teig mal, weil es relativ viel Calvados drin. Da haben wir nämlich die Cranberries erstmal eingelegt in Calvados. Da kann schon was, oder? Oh, gut. Und die sind jetzt hier drin, gut. Die Chürchli. Aber lecker. Ganz, ne? Ist gut, oder? Sehr gut. Ist auch so ein Teignascher, ne? Total. Du schon. Du auch? Ja, total. Ich liebe es, bis man Bauchschmerzen hat. Ja. Bei 180 Grad ist hier drin. Chürchli. Darf man auch mal kurz? Ja, können wir kurz mal reingucken, genau. Wenn jemand schauen möchte. Ja, man sieht es auch schön. Zieh es noch ein Stück vor. Aber wie sollen die so hochkommen, richtig? Die kommen ein bisschen hoch, ganz wenig Backpulver ist mit drin. Und dann werde ich so als Abschluss, dann darf es wieder ein bisschen schwerer sein, mache ich so eine ganz leichte Creme mit einem Magerquark und Zimt. Und das kommt dann in das Törtchen rein. Super. Und das ist süß. Wahnsinnig süß, ne? Süß, ja. Muss so sein, ja? Ja, muss so sein. Richtig so. Ausgleich zum Käse. Ja, okay. Da sind wir sehr gespannt drauf. Freue mich drauf. Ja, ich bin auch. Cranberry-Apfeltörtchen und Ahornpreußen. Andreas, wir sehen uns gleich. Ja, danke schön. Und wir schauen einmal. Alexander schneidet andächtig rote Beete. Läuft. Du musst uns keine Sorgen machen. Nee, ansonsten darf ich dich rufen. Ja, genau, unbedingt. Bei mir gibt es schon was zum Probieren. Ist das die Basis für den Schaum? Nee, die Basis fürs Kaninchen, damit es dem gut geht. Also ich dachte, das seien die Oliven, aber die sind ja da drin. Die sind da. Was hast du da drin? Ja, Backpflaumen, Schnaps, Salz, okay. Pfeffer, Zucker. Tim, ist was für dich? Ja, für ehemalige... Was soll das denn? Boah. Muss mal kosten. Ich hab's schon probiert. Komm. Ich weiß bloß nicht, warum du Backpflaumen nimmst, weil man eh nur den Schnaps schmeckt. Das ist wirklich happy. Brutal. Aber, das ist Wahnsinn, ne? Und
Um das wieder ins richtige Maß zu bringen, ich habe da auch Backflammen-Schnaps genommen. Ist klar. Wenn du jetzt einmal richtig ausatmest, kannst du direkt flambieren. Also, wusch, geht's direkt los. Wahnsinn. Und das kommt nachher so durch? Ja, ja, also schau mal hier, ich hab jetzt die Kaninchenkeulen bei 111 Grad, habe ich mir jetzt gedacht, das klingt gut. Wenn du da mit dem Handtuch drüber gehst, da hast du richtig Spaß dabei. Ne? Wie hoch darfst du denn gehen, dass das Schlimmste, was dir vorschwebt, nämlich dass sich Alkohol verflüchtigt, ja, dass das nicht eintritt? Ja, gute Frage, habe ich wieder in der Schule nicht. Alfons, das weißt du doch bestimmt, oder? Ja, machst du das jetzt so? Ab wann verfliegt denn der Alkohol? Das ist durchaus. Ich glaube, da sind wir schon drüber, oder? Kann das sein? Nein. Da ist so viel Alkohol drin, da passiert nichts. Also da bleibt auf jeden Fall was übrig. Bleibt was übrig, ja. Ja, also ich finde das wirklich heftig. Ja, aber weißt du, mit dem Kaninchen da, mit dem kräftigen Schaum, man muss es ja in Kombination sehen. Ich meine, ich würde mir jetzt auf keinen Fall zum Frühstück statt Marmelade das als Brot machen. Das geht nicht. Tim hat leichte Zweifel. Ich hab's ja. Hast du schon probiert, Alfons? Was denn? Von der Basis hier? Nein, ich komm doch hin. Ja, ja. Der wird schon mal bei mir. Darüber wird zu reden sein. Alfons, wie überraschend das wird schon. Ja, ja, wir freuen uns drauf. Stefan ist ja ohnehin einer, der sich richtig was traut. Alfons, wie geht's deinem gebackenen Zander hier? Lauf ganz gut. Lauf gut. Ein paar Minuten noch. Hast du das hier jetzt frittiert? Was hab ich? Den Zander. Na, den brate ich jetzt raus hier, den habe ich gepackt. Ja, du hast den doch hier. Ja, paniert habe ich ja, ihn. Paniert, ja. Das gehört er nicht mehr, das gehört an Tim. Ach, das gehört zu Tim, gut. Gut. So, du hast ihn paniert, warum paniert? Weil ich dann hab was Krosses, was Weiches. Verstehst, das ist immer der Gag. Was Krosses, was Weiches, was Warmes, was Kaltes. Ja. Und das passt ja gut zusammen. So, und wie kriegst du da jetzt den... Du kannst es auch mit einem anderen Zander machen. Den Garpunkt perfekt hin. Ja, das lässt jetzt langsam laufen, so auf Stufe 5. Kriegst du ja. Dann schaut der wunderbar durch. Gut. Brauchst du noch? 2-3 Minuten? Ja. Okay, dann schauen wir einmal nach hinten. Tim, wie lange brauchst du noch? Fast fertig. Fast fertig, ja. Okay. Dann schauen wir doch einmal hier. Du bearbeitest immer noch Käse hier. Ja, ich zeige das ganz kurz. Wichtig, nicht schneiden den Käse. Man kann ja auch gar nicht schneiden, sondern wirklich nur so in Stücke brechen. Und vielleicht. Begeistert mal das Publikum damit. Wie, mit Käse? Ja. Mit Schweizer Käse? Oder? Ja, ja, macht gerne. Ja. Wollen wir nicht was trinken, meine Damen und Herren? Ein kleines Piccolöchen. Ja, perfekt. Hast du das eben schon aufgeschnitten? Das ist natürlich noch nicht aromatisiert. Ja. Also sprich, da ist jetzt noch kein anderes Gewürz da oben. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wacholder. Ja. Und in der Butter und damit wird es am Schluss noch mal aromatisiert, weißt du? Können wir das einmal groß zeigen? Hier, schau mal. Schau dir das Stück Fleisch. Oh, guck mal, glasig. So muss es sein. Schau mal, wenn du jetzt hier drauf drückst, schau mal, da kommt nichts raus, ne? Nee, weil das eben durch dieses langsame Garen, mal übertrieben gesagt, das ist ja, das fühlt sich ja wie in der Sauna, der Hirsch, ne? Ja. Also das so bei angenehm. 100 Grad, ja. So finnische Sauna. Ja, so schön. Boah, der fühlt sich wohl. Ja, herrlich. So, und jetzt sagtest du eben gerade noch nicht aromatisiert, heißt, du wirst den hier aromatisieren. Ja, hier habe ich jetzt noch ein bisschen Butter. Mhm. Und da kann man natürlich noch die verschiedensten Gewürze mit reintun. Ich habe jetzt nur Wacholder. Darf ich mal kosten hier? Ja, bitte, klar. Und in dieser Butter wird er einfach nur noch mal kurz so ein paar Minuten drin. Ja, da badet der Hirsch, badet ein zweites Mal. Ja? Mhm. Vorm Schlachten und danach. Und jetzt zieht jetzt im Grunde diese Butter richtig schön mit diesen Aromen rein in den Hirsch und gibt den eben diese Wacholdernote. Mhm. Ja. Isst du gerne wild eigentlich? Ja, total gerne. Ja? Ja, ich finde ja Menschen, die sagen, wild. Ja gut, aber das ist ja im Grunde fast bei allen Produkten. Also zum Beispiel, es gibt ja manche, die sagen, rote Beete auf gar keinen Fall. Vor allem die Frauen, die können es nicht aussprechen. Ja. Doch, doch. Weißt du eigentlich, dass das, also man wird ja selten auf Rezepturen angesprochen. Eher auf Aussprachen, also speziell bei mir. Und wir hatten vor Jahren mal das romantische Rote Beete Carpaccio. Ich weiß. Ja. 2 Jahre lang haben mich die Leute, der Rote Beete Carpaccio. Da habe ich gesagt, das Romantik fehlt noch dabei. Ja. Wir hatten ja auch viel Spaß an deinem Ratatouille. Das Ratatouille? Ja. Ratatouille? Ja, 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 aber ich habe es ja mit Ciabatta Chips gemacht. Ja. Und was waren das? Das Kartoffelgratin? Nein, das ist ja, geht schon so ins Französische rein, dass ich immer Gratta gesagt habe. Gratta. A Gratta. A Gratta. Ja. Ja, sehr schön. Und die Brotwürfel, wie nennst du die? Das sind die Croutons. Die Croutons, ja. Die Croutons. Das weiß man doch. Ja.
Ein Klassiker der modernen Küche mittlerweile. Du hast hier ganz feine Brotchips, Alex. Die aber, die schön... Kartoffelchips wollte ich sagen, die schönen... Also ich habe sie ein bisschen dicker geschnitten. Ich möchte keine wirklichen Chips haben, sondern ich möchte sie, wie soll man sagen, das ist so eine Zwischenstufe aus Bratkartoffel und Kartoffelchip. Das heißt, wenn die so dünn sind, dann schmecken die eigentlich gar nicht mehr nach Kartoffel, sondern eben nur noch gechippt. Und so habe ich eben den Vorteil, dass sie noch ein bisschen nach Kartoffel schmecken. Und damit haben wir auch so das Erntedankfest auch noch ein bisschen... Könnte man doch wirklich eigentlich extrem leicht so zu Hause machen, oder? An so einem langen Fernsehabend kannst du doch gemütlich hier mal so ein paar... Simpel. Chips, die machen? Ja, simpel. Also, perfekt. Kartoffelchips sind echt einfach zu machen. Gar keine ich freue mich sehr auf deinen, Hirsch gleich. Mir fehlt dir da immer ein bisschen das Fett. Beim Hirsch fehlt dir das Fett? Ja, also bei Wild grundsätzlich. Ich esse gerne Fleisch, das so ein bisschen so Maserung hat und fettig ist auch so. Die sind halt ehrlich? So in Bewegung, diese Tiere, die kriegen einfach du schaust Fett, aber nicht so aus. Nein, dann hören wir das. Ja, aber das Fett ist ein Geschmacksträger, muss man ganz klar sagen. Fett ist ja auch völlig zu Unrecht so ein Verruf. Unser Herzmuskel zum Beispiel braucht wahnsinnig viel Fett. Das ist so, das ist einfach nicht nur ein Schmiermittel, sondern auch ein Treibmittel. Über die Qualität der verschiedenen Fettarten haben wir ja, glaube ich, schon öfters gesprochen, wenn du ein gutes Fett zu dir nimmst. Und du kannst, es macht auch keinen Sinn, es immer wegzulassen. In dem Moment, wenn du es generell weglässt, ist der Körper auch sauer. Und wenn er dann einmal ein Stück Butter kriegt, dann saugt er sowas von auf. Ja, dann sagt er, das gebe ich nie wieder her. Also das heißt, das so geht auch in die andere Richtung. Aber da tut sich gerade unheimlich viel so ernährungsphysiologisch. So, Alex, bist du fertig? Alex, sage ich schon. Alfons wollte ich sagen. Entschuldige. Nein, das ist ein Kompliment für mich. War noch so bei dir, weißt du. Bei diesen, die Groutons verfolgen mich noch. Alexander Schubeck, das ist da Wahnsinn. Aber bleib gleich hier. Ich bin gleich wieder hier. Da, meine Kartoffeln verrecken. Werden durch. Ja, aber komm bitte mal zusammen. Auch Andreas, bitte einmal kurz rüberkommen. Stefan, dich brauchen wir auch hier an der Stelle. So, jetzt schauen wir einmal rauf auf diese herrliche Vorspeise, gebackener Zander auf rote Beete-Soße, die aber in Wahrheit eine Chili-Ingwer... Das ist eher ein Ingwer-Joghurt. Ingwer-Joghurt, so rum. Und hier haben wir die rote Beete-Soße auch, aber ich wollte das jetzt nicht zu knallig machen. So, also optisch Knaller, finde ich. Mhm. Und über diese Karotte werden wir jetzt sprechen, weil wir sie nämlich gleich mal probieren. Guck mal, da geht das... Das sieht eigentlich aus wie so eine Vorspeise am Sonntagmittag, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Wie das hier so präsentiert ist. Wunderbar, schöne Farbe. Ich bin gespannt, was ihr sagt. So, was habe ich jetzt alles verpasst mit dieser Karotte? Ich bin da ganz hinten gewesen. Es gab Diskussionen deswegen. Nee, gar nicht. Ach so, wir haben uns Witze erzählt hier vorne und haben Karottenwitze gemacht. Bugs Bunny kenne ich auch noch einen, genau. Ja. Oh. So, wer hat probiert? Stefan hat probiert? Karotte habe ich probiert, ja. Mhm. Ich sag mal... Geschmacklich mit dem Ingwer, die Kombination, finde ich lecker. Konsistenz ist nicht mein Ding. Aber ansonsten finde ich... Wovon jetzt? Von der Karotte? Von der Karotte selber. Aber ansonsten, kommt ja nicht selber, weil es ein Mousse ist. Ja, ich sage ja, das ist nicht mein Ding. Aber ansonsten, geschmacklich finde ich es saulecker. Okay, was sagst du zum Fisch? Was sagst du zum Fisch? Die Kombination macht auch, und du hast halt, das Schöne ist halt dieses Kalte, dieser geile Dip dazu und dann dieses Knusprige und Warme dazu, finde ich den Hammer, also finde ich echt lecker. Und rote Beete bin ich totaler Fan von. Die ist nochmal mariniert, ne, Alfons, irgendwie. Was hast du da gemacht? Rote Beete ausgepresst, Saft gemacht, Birne durchgemixt, weil die Birne nimmt der rote Beete die Bitterheit, ja. Okay. Die macht sie ein bisschen runter, ein bisschen, du kriegst mehr Volumen, sonst ist sie immer so erdig, ja. Und das war's. Ja. Den Saft ein bisschen einreduziert und dann kehrt die roten Beete. Dann werde ich über Nacht eingelegt. Ich habe es jetzt gerade eine halbe Stunde vorher. Und sonst zieht es nicht durch. Ja. Okay. Auch schön glasig. Was sagst du, Andreas? Es ist eine perfekte Täuschung, wirklich. Also hat er super hingekriegt. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Zeit, wo Möhren wirklich so schmecken. Weil Möhren früher, also als wir Kinder waren, haben die Möhren noch anders geschmeckt als heutzutage. Und ich habe fast ein bisschen die Befürchtung, das ist ja fast ein bisschen labormäßig, was man hier macht, dass man irgendwann auch eine Möhre entwickelt, die einen Ingwergeschmack hat beispielsweise. Und ich liebe diese Möhre mit Ingwergeschmack und ich hoffe, dass das bald kommt, diese Erfindung. Also diese Form, das ist wirklich cool gemacht. Und die Kombination mit der roten Beete zusammen. Und der Fisch, der im ersten Moment wie ein Fischstäbchen herkommt, aber dann probiert man ihn, ist wunderbar auf dem Punkt. Also, okay. I like. Alex, was sagst du? Du hast probiert? Ja, geschmacklich ist das super. Und ich meine,
jetzt wird über diese Möhre rumdiskutiert. Im Grunde ist ja die Idee, ich mache jetzt... Es ist ein optischer Gag. Ja. Nicht und, mehr. Jetzt kommen wir dahin, dass wir haben ja auch schon andere Teller gehabt, wo wir alles so schön reinstecken und es schaut natürlich so super aus und das ist im Grunde eine ähnliche Situation. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob es ethisch wäre, dass ein Püree ausschauen muss wie die Karotte vorher. Aber das, ich persönlich habe Ähnliches auch schon gemacht, muss ich zugeben, im Restaurant. Also so, es ist ein bisschen her, bis ich gemerkt habe für mich, ich gehe jetzt wieder in eine andere Richtung, aber es ist doch... Geschmacklich ja, ist das doch super. Wir leben hier natürlich auch von Optik. Wie findest du den Fisch, Alex? Ja, perfekt. Also so, gebackener Fisch mit so einer Remouladen-ähnlichen Soße, Creme ist immer super. Tim. Ich habe einen Koch bei mir, Thomas Imbusch. Der hat mal beim sehr bekannten Koch gearbeitet, Christian Bau. Und der ist technisch einwandfrei, handwerklich brillant. Wirklich, macht mir manchmal einen Twist zu viel, verliert manchmal das Produkt aus dem Auge, nur für die Idee, die umgesetzt werden muss. Das empfinde ich hier auch ein bisschen. Die Komposition aus allen Zutaten heraus ist sehr, sehr gut. Ich persönlich empfinde aber, dass hier ein Twist zu viel gemacht worden, ob gut oder schlecht, nochmal, das ist meine persönliche Meinung. Natürlich haben solche Sachen auch ihre Berechtigung, weil es gibt das ja Schöne beim Kochen, dass es von bis wirklich alles gibt. Nimm 5 verschiedene Köche, lass sie 5 Liter Wasser kochen. Klar. Es kommen 5 verschiedene Ergebnisse raus und das ist das Geile, das Spannende, das Aufregende beim Kochen. Klar. Und ich persönlich halte es ein für, ich mag Alfons für den Umgang mit Gewürzen. Ich mag Alfons für seine Interpretation der alten Klassiker, wenn er sie so ein bisschen in die Moderne zieht. Das ist für mich jetzt nicht Alfons. Das ist nicht, das bist nicht du. Aber das ist auch vielleicht blöd, weil meine persönliche Erwartungshaltung eine andere ist. Und deshalb ich jetzt gerade das echt in mein Weltbild reinkriegen muss. Für mich persönlich ist das technisch gut, aber nicht Alfons. So, Moment, jetzt komme ich. Also ich habe diese Vorspeise. Ich habe diese Vorspeise bei mir im Restaurant. Und die Leute sind begeistert. So, Nummer 1. Nummer 2. Gibt's was umsonst? Gibt's ein Getränk? Ich finde es gut. Ja, sehr. Ich würde vielleicht mal gerne noch mit dir über diese Birne sprechen, weil die finde ich saugut. Das ist sensationell. Erzähl. Ich habe das Gleiche mit Spargel gemacht. Ja. Und mit Spargel, da glaubst du, da liegt der Spargel drauf und das ist geschält. Ich bin ein alter Klassiker, ich koche seit 45 Jahren und war der erste Koch in Deutschland, der für regionale Küche von Michelin vor 30 Jahren einen Stern gekriegt hat. Und den habe ich am Stück. Das ist eine Küche, die man am Koch, der heute, jetzt sage ich mal, ein bisschen was anderes machen will, auch gewähren muss. Also nicht mir jetzt, sondern ich spreche jetzt von meinen Köchen. Ja. Und ich finde es ganz witzig, wenn man mal aussieht, dass man einen Schweinsbraten macht und einen Fleischpflanzl und solche Dinge, auch einmal ein bisschen, sagen wir mal, an dieser Schraube anders dreht. Ich habe hier schon was gegessen, wo ich auch mir gedacht habe, guten Appetit. Aber ich finde das als eine witzige Idee. Ich könnte auch sagen, ich mache eine Karottenpüree und knall das drauf. Nein, ich habe das Karottenpüree in die Form wiedergebracht und dass es da so einen Wirbel gibt über das, das fasziniert mich schon. Ja. Ja, aber es ist ein bisschen so, wie Tim das eben erzählt hat. Ich kenne das Beispiel aus der Fotografie. Ich fotografiere sehr gerne, sehr viel. Und wenn du 5 Menschen vor ein und dasselbe Motiv stellst, dann wirst du faszinierenderweise hinterher 5 vollkommen unterschiedliche Fotos haben. Natürlich. Obwohl dasselbe Zeug drauf ist. Natürlich. So, und das ist eigentlich auch der Gedanke hier bei dieser Küche. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt auch noch bei Tim probiert haben, spätestens dann trinken wir ein kleines Versöhnungsschnäpschen. Und dann geht's uns wieder besser. Ja? In diesem Sinne, herzlichen Dank, Alfons. Machst du netterweise der Dame... Ja, wir schauen, ob wir diesen wieder da vorne. Der ist gut, der Gäste. Ja, das war ich jetzt, ne? Ja, ich mach doch nichts. Das und mal, kannst du noch... Bist du fertig, Tim? Kannst du noch einen Satz kurz zu der Birne sagen? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, Alfons. Wie hast du die mariniert? Das ist geschmacklich eine ganz großartige Birne. Die Birne habe ich nur in ein bisschen Zucker mit Butter gebraten. Okay, mit also Butter, okay. Mit brauner Butter gebraten. Dann kriegt sie so einen ganz griffigen Ton. Ja, super ist das. Ist so ganz rund und satt. Also, herzlichen Dank. Tim Melzer ist fertig mit Birnen, Bohnen, Speck. Kommt ihr einmal kurz zu uns dazu und dann probieren wir das einmal hier und entscheiden, ob wir das jetzt gut finden oder nicht und ob der Speck auch die richtige Form hat. Alex?
Werkzeug? Ja, ja, Werkzeug. Hier, 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 komm. Komm, nein, es ist ja... Alex, kommst du mal kurz rüber, bitte? Also, ausschauen tut schon mal super, ne? Also... Schön geschichtet. Toll. Den Speck hast du probiert? Ja, ja. Ein Speck paniert? Ja. Ein Speckschnitzel. Ein Speckschnitzel. So, komm. Ich habe das hier vorhin schon mal genascht. Jetzt muss ich sagen, schmeckt super. Geht besser. Der Speck. Habe ich schon gemerkt. Also. Ich habe das so noch nicht gesehen. Ja, macht man das normalerweise so, dass man das paniert? Nee, nee, normalerweise, nee, schmeißt, nicht, du, ne? Normalerweise schmeißt du alles in den Topf und kochst es. Ja, eben, genau. Ja, deswegen. Also schon Melzer-Style, ne? Ein bisschen. Also dafür, dass du vorhin keine Ahnung hattest, was genau der Melzer-Style ist, hast du es doch sehr anders gemacht. Ich habe das bei der Schweizer Armee auch schon gemacht. Ne? Wir mussten, da mussten wir immer ganz... Nee, paniert, nicht aber paniert? Hm? Der Speck paniert, genau. Speck paniert, okay. Weil da denken die Jungs, ein Schnitzel. Ne? Und das ist ein Speck, weil es ist viel günstiger. Und das war natürlich so ein Speck. Ne? Wir hatten, da haben sie gekaut. Ja. Ja, wir hatten bei italienischen Armee hatten wir immer so Fleisch von 1954. 55, extrem tief gefroren. Kennst du das? Nee, ich kenn's in den Dosen. Schweinefleischkonserve hieß das. Ja. So lange Dinge. Ich habe 86 habe ich meinen Grundwehrdienst gemacht. Ja. Und da hatten wir eine, die war sogar älter als ich. Also sie war, glaube ich, von 1963. Ja. Und es wird dann immer, das Älteste weggenommen. Ja, genau. Und der vorne wieder aufgefüllt. Ja. Richtig. Und wir haben uns dann manchmal den Spaß gemacht und haben hinten angefangen. Das war dann irgendwie. Ja, nee, klar. Ja. Das haben wir auch immer versucht. Deutlich besser. Das aus den 80ern. So, wie schmeckt es uns? Also ein Speck zu panieren, finde ich ja sowieso eine große Idee. Es tut mir leid, ich habe es vorher auch schon mal gemacht, aber es war Zufall. Ja, aber es ist gut, es ist wirklich gut. Ja. Ja, weil diese Würze, wenn du in dem Moment, wo du das erbrätst und außenrum ist die Panade, dann bleibt diese ganze Würze da drin erhalten. Mhm. Das potenziert sich hoch. Ich würde ein bisschen dünner schneiden dann. Aber bei dem was Gericht, ist das für ein Speck, bei der Stärke hat es natürlich Sinn, Bauchspeck geräuchert, weil die anderen Teile so groß sind. Stimme ich zu, weil er extrem würzig ist. Beim ein bisschen dünner schneiden wird es nicht ganz so salzig. Er ist ein Ticken übersalzig durch die Stärke. Aber ich mag es halt ein bisschen stückiger. Aber dann, dann isst du die Bohne wieder dazu und die Birne, dann passt es schon wieder. Also genau. Ich meine, man muss es ja zusammen essen. Okay. Mhm. Ja. Stefan, hast du probiert? Sag. Also. Lass mal hören. Ich sag mal, das ist nicht so ganz typisch Erntedank, wie man es vielleicht jetzt gerade erwartet, aber es ist alles dabei. Also du denkst dann bei den Bohnen und bei den Birnen, gut, Birne, das passt, ja. Bohnen eigentlich auch, ja. Speck auch. Speck auch, ja. Stimmt. Ich finde es sau lecker. Ich finde es auch schön, dass man jetzt auch hier wie man einfach das Knusprige noch mal dabei hat. Na klar, es ist würzig, der Speck, aber Speck ist halt mal würzig, mein Gott. Und die Kombination, einfach diesen Eintopf zu löffeln, also ich finde, das muss man lauwarm essen, das Ding, dass man es richtig reinschaufeln kann. Mhm. Da könnte man wirklich, da könnte ich reinspringen. Lecker. Aber auch deswegen, Tim, weil bei dieser Birne, was kommt da noch durch? Hinten so? Ist das der Sud hier? Unsere gemeinsamen Lieblingsgewürze, Ingwer und ein bisschen Vanille ist drin, ein bisschen Zimt und ein bisschen Lorbeer. Und ist da irgendwo Alkohol im Spiel? Ein Schuss Weißwein dabei, nicht kaum, dass man den schmecken kann. Also okay, ganz marginal nur, damit die Birne ein bisschen heller bleibt, also die als Säure. Okay. Aber jetzt geschmacklich würde ich nicht sagen, dass man es merkt. Dann habe ich vielleicht eine komische Birne gerade erwischt. Die hat ja noch mal so was Bitteres hinterher. Ja, nee, also meine war so. Ich finde, dass das sehr gut in der Kombination ist. Das schmeckt richtig gut. Sag mal, der Sud, Tim. Was hast du da genau drin? Fond? Ein bisschen Bohnenkraut, Schalotten, Zwiebeln klein gewürfelt, ganz wenig Knoblauch, Brühe, Butter, Salz und Pfeffer. Das war's. Die Birne mit dem Fond. Ja, ich hab's gerade genauso. Hatte ich's gerade. Ja, ich wunderbar. Die Birne ist eine Frucht, die ein bisschen unterschätzt wird. Man nimmt immer nur Apfel her. Aber die Birne passt da wunderbar dazu. Na gut. Ich meine, das Ding ist jetzt ja keine Erfindung, es ist ein Klassiker. Das ist wirklich so typisch norddeutsch, wirklich auch so ein herbstliches Gericht. Das Einzige, was wir teilweise machen, dass wir diese etwas, meine Oma hat alles in den Topf reingehauen, Schnellkochtopf, Deckel drauf, gewartet, bis es gepfiffen hat und dann haben wir es serviert. So kenne ich das nämlich auch, genau so. Ich kenne es nur so. Alles ein bisschen zerkocht, Kartoffeln noch separat dazu. Aber ich meine, das ist ja, da sind wir ein Ticken moderner geworden, dass wir die Gerichte ein bisschen separieren, aber die Produkte nicht großartig verändern. Und dadurch hat so ein deftiges Gericht wie Birnen, Bohnen und Speck, was man wirklich so aus der Hausfrauen-Bauern-Baumschulküche kennt, hat doch einen relativ mediterranen Touch. Ja, finde ich. Also ich könnte jetzt deftig ist das gar also ich nicht. Jetzt ein bisschen, schön leicht eigentlich. Also jetzt, um das zu variieren, wie man manchmal so Gerichte entwickelt, ein bisschen Rosmarin rein, ein bisschen sonnengetrocknete Tomaten, das Ganze einen italienischen Namen geben und 5 Euro mehr verkaufen. Ja. Ich bin mir sicher. Mit dem daneben. Die Frau. Genau. So,
Wer hat noch nicht? Stefan, hast, nee, der hat schon erzählt. Alex, hast du probiert? Ja, ja, wir hatten ja über den Speck und so gesprochen. Ah ja, genau, okay. Und Andreas auch. In diesem Sinne, Tim, herzlichen Dank. Sehr gerne. Für einmal Birnen, Bohnen, Speck und beim nächsten Mal gerne wieder mit diesem Fonds. Ja, so, sehr, sehr gut. Raus. Ja? Daraus ja, kriegst du nicht hin, oder? Hast du eine besondere Birne eigentlich genommen, Tim? Ist das, was ist das für eine Birne? Ganz, ganz normale Birne, eine Kochbirne, die etwas fester bleibt, die nicht zu mehlig ist nachher. Also ganz übliche Supermarktware. Ja, okay. Abwarten. Sehr gut. Also, dann herzlichen Dank. Bist du soweit, Stefan? Also, das ist zwar das erste Mal, aber ich bin fertig geworden. Sieht aus wie, wie Calamari Fritti hier. So, ready? Ja. Perfekt. Beschwipste Kaninchenkeule. Beschwipste Kaninchenkeule auf Kartoffelmorchelgemüse an Lorbeer-Olivenschaum. So, und diesen Olivenschaum werde ich jetzt gleich mal probieren. Also wirklich nur den Schaum nehmen, weil es natürlich eine intensive, kräftige Geschichte. Und ich finde, in Verbindung mit dem Schaum passt es gut. Und jetzt ist natürlich die Kaninchenkeule auch lange nicht mehr so schlimm. Die Kartoffeln sind mit Morcheln, oder? Morchelkartoffeln. Einfach und mit dem... Also, ich habe von dem... Was denn? Nee, das... Kernig, ne? Ja, aber richtig. Ja, ja. Ne? Hast du es in Kombination? Nein, nein, das musst das du mach machen. Jetzt. Mach das mal in Kombination. Aber woher kommt dieses, der ist auch richtig das liegt reichhaltig, ne? Da ist wirklich was drin. Da ist ja nur Fett drin, ne? Wenn man es genau nimmt. Ne? Ja, also, sag mal, was ist denn da drin? Da ist nur Sahne drin und Olivenöl drin. Und einfach Gewürze und deswegen wirklich nur den Schaum nehmen. Und da braucht man auch nichts reintun, der steht einwandfrei. Er darf natürlich nicht über 65 Grad kommen. Mhm. Ne? Sobald er drüber geht, trennen sich die Fette und dann hast du natürlich ein Problem. Hast du was reingegeben, dass er steht? Oder ganz normal. Einfach Temperatur gehalten. Mhm. Sprich, welche Temperatur? So um die 65 Grad rum. Mhm. Also sobald du über 75 gehst, trennt sich natürlich die Fette und, da, und dann kannst du nicht mehr hochziehen. Da musst du Hilfsmittel nehmen. Ja, weil es bist du dem Moment, wo du erzählt hast, was in dem Schaum drin ist, habe ich gedacht, das ist ja mal Leichtigkeit pur. Das schmeckt total leicht und alles mit diesem Gemüse. Wunderbar. Und dann kommt dieser Schaum boing, oben drauf. Aber die Geschmackskombination... Da passiert richtig was hier im Mund, ne? Also die Geschmacksknospen kommen fast nicht hinterher. Und der Schnaps ist auch nicht mehr dramatisch. Nee, ich wollte es gerade sagen, aber er kommt natürlich deutlichst durch, ne? Der kommt hinterher, genau, wenn man noch nichts getrunken hat heute. Der Schnaps kommt durch, der Schnaps, machen wir uns nichts vor. Doch, der Schnaps kommt auch durch. Ja, ein bisschen schon, ne? Das ist ein Fall für Restalkohol. Das ist so ein Rotbäckchen-Gericht, ne? Ja, genau. Aber schön. Alfons, was sagst du? Freundliche Kombination, ganz gut hier. Ich finde aber... dass das alleine auch schon in sich stimmig ist. Ja, eigentlich brauchst du die Kartoffel. Bräuchte ich jetzt gar nicht. Ja, dem gebe ich dir recht. Ja. Aber das mit dem... Das Kaninchen ist schön, ne? So eine eigene Note da, gell? Ja. Und ich finde, es ist wichtig, dass man es wirklich durchwürzt. Es ist quasi durch und durch gewürzt, dann auch liegen lassen, 10 Minuten liegen lassen, dass wirklich Salz und Zucker reingeht. Ja? Dass quasi das freie Wasser innen drin abgeschmeckt wird. Ich finde, das macht es aus. Weil wenn es jetzt nur außenrum wäre, wäre es in der Mitte leer. Und gerade Kaninchen ist natürlich ganz leicht vom Geschmack. Mhm. Ich finde, es muss so richtig, es braucht Pfiff. Es braucht Druck. Ja. Tim, hast du probiert? Ja. Und? Sehr speziell, wirklich sehr, sehr, sehr speziell. Das erinnert mich was, so ein bisschen... Was findest du so speziell? Die Pflaumenschnapsnote. Das erinnert mich fast ein bisschen daran... Als ich 16 war und noch kein Alkohol bekommen, habe ich mir Mancherie gekauft und habe mich damit betrunken. Also das ist so ein bisschen die... Also ein Spaß natürlich nicht. Ha? Drei Pakete, aber dann brichst du auch vom Zug. Nein. Aber das hat schon so ein... Das hat schon so ein... Im ersten Moment irritierend, aber je länger ich es im Mund habe, desto besser finde ich es. Also das ist so, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil wirklich, das ist nichts irgendwie... Es ist nachhaltig. Da kitzelt nichts. Ne? Das ist nicht irgendwie subtil und irgendwie mit dezenter Zurückhaltung gesegnet. Das ist eine Fresse voll. Aber einmal richtig voll drauf. Genau. Aber sehr gut. Aber das ist auch Stefan Marquardt. Ja, ja, das meinte ich ja vorhin. Hier ist so no wimpy wines, also nicht zimperliches Trinken und genauso ist es, er kocht nicht zimperlich. Ja. Aber, und das ist ja schon immer so gewesen, dass er immer starke Aromen immer miteinander kombiniert und mehr Spannung kann man gar nicht haben. Ja. Manchmal überspannt es, manchmal spannt es richtig und manchmal ist es so spannend, dass man sagt, das ist Director's Cut, extra lang und extra hart. Ja. Also, wir können ja wirklich mal ein Menü kreieren. Wo man überhaupt nichts zum Trinken dazu braucht und hinterher trotzdem betrunken ist. Ja. Wenn es einer hinkriegt, dann du. Ich finde, der Zucker, die Süße kommt da sehr deutlich durch, ne, in dem Kaninchen. Ja, aber deswegen das viele Salz, weil ich habe da richtig gesalzen, das Ding. Das gleicht es wieder aus. Ja, kommt richtig durch. Bist du so lieb und verteilst noch mal ein paar Portionen an unsere Zuschauer, damit die mal... Ja. Damit die mal das Gefühl kriegen, wie es ist.
Eigentlich auch nicht. Aber wenn man nach Hause geht, ohne wirklich was getrunken zu haben. So, Alexander Herrmann, genau. Musst du jetzt danach schon nochmal Namen lesen? Nein. Also ein sehr aufwendiges, kompliziertes, komplexes Gericht. Hirschkalbsrücken mit Kürbiskernen gebraten, rote Beete, Orangen und Kartoffeln. So. Das Süßchen. Das ist ein ganz wichtiger Akt in dem Moment. Ja, ich weiß. Das Süßchen, wenn jetzt stimmt, dann ist vorbei. Was ist denn drin in diesem Süßchen? Das ist nur etwas Wacholderbutter gebunden mit einem Hauch Orangensaft. Oh. Und nun wird das geadelt mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl. Und dieser trennende Moment zwischen der Flüssigkeit und dem Fett ergibt einen optischen Reiz. Ja. Sehr schön. Ich merke schon, die Abende sind manchmal sehr lang in Wirsberg, Alex. Du, wenn man so einsam dahin vegetiert, ja, und zu viel Mancherie gegessen hat. Ja, dann passiert's. Dann passiert's. Und wenn dann noch einer kommt und sagt, ich war mal auf der Baumschule, dann ist endgültig fertig. Vorbei. So. So, dreh mal rum. Ich glaube, das ist die Seite, die man sieht. Nur ist wurscht. Oh. Ja, bitte schön. Sieht von vorne aus wie von hinten. Ja. Im Grunde. Verkaufst du das viel? Das ist, was jetzt genau? Das Gericht? Weiß ich nicht, weil ich das ja für hier nie gemacht. Naja, das heißt noch nie gemacht. Also wenig, oder? Die Kombination ist ja klar. Ja. Also Orange und rote Beete, genauso wie Kürbiskerne und Wild, das ist jetzt nicht so negativ Überraschendes, sondern das passt eigentlich klassisch zusammen. Ich auch. Fertig. Genau. So. Ja. Tim hat probiert, ist gerade noch dabei. Ich probiere auch schnell. Ja? Bitte. Ich stecke gehen. Alfons, was sagst du? Also, ich müsste jetzt das Kürbiskernöl nicht haben, ich. Oder ich würde müsste man mit der Orange das besser schauen, dass man das reinemulgiert. Ja. Vielleicht warst du mal in der Steiermark in letzter Zeit. Nein. Aber ich mache das gerade, dass es sich trennt. Gerade, dass jeder Bissen auch in dem Moment ein bisschen anders ist. Weißt du? Der Rücken ist perfekt gebraten, da gibt es ja nichts zu meckern. Meckern? Da gibt's. So, Tim? Hallo? Nein, wir wollen es spannend machen. Alex. Es ist ein damenhaftes, also es ist fast, es ist ein sehr weibliches Gericht, weil es nicht. Das ist ja weiblich. Ja. Das ist die große. Nein, ernsthaft. Manchmal, wenn du bei Frauen oder bei Frauen, die in der Küche arbeiten, ist, bei Cornelia zum Beispiel, die kocht immer ein bisschen subtiler, ein bisschen eleganter. Die hat so eine andere Handschrift. Kerle sind da meistens ein bisschen kräftiger. Erster Gedanke war, und das meine ich nicht blöd, sondern geschmacklich, mir fehlt Soße. Aber jetzt, Soße würde den ganzen Aromen kaputt machen. Ich finde das ganz geil, weil das ist so, dieses rote Beete hat das Erdige, die Säure, die ich vermisst habe, kommt durch die Soße dazu. Das Fleisch hat seinen Grund. Der Knusper von den Kürbiskern, ob das Öl jetzt ja oder nein, das ist ein bisschen Auge und Ästhetik, finde ich. Aber ich finde es wirklich sehr, 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 sehr gut, aber ich finde es wie vom Mädchen gekocht. Aber gut. Das ist doch cool. Ich fasse dieses Kompliment als subtil und raffiniert natürlich gerne auf. Ja, ja. Natürlich. Ja. Das servierst du aber nicht so als Hauptgang, oder? Absolut. Ja, das ist für hier. Nein, ich meine ja nur. Na, freilich. Das kannst du jetzt so als kleine, sagen wir mal, so zwischendurch einmal. Das ist für zwischendurch, genau. Also oder wenn du Kackerl essen magst oder sowas. Ein Kackerl essen? In Schälchen. In Schälchen. Das versteht man im Fränkisch noch nicht so. Na, Kackerl. Fränkisch. Kennst du Kackerl? Kackerl habe ich auch noch nie gehört. Kackerl. Kackerl. Kennst du kein Kackerl? Ein Kackerl kenne ich, ja. Ja, Kackerl ist, wenn bei mir die Fliese im Bad springt. Also ich muss sagen, ich finde so ein Gericht für die Sinne. Es ist mal nicht zugedeckt und nicht die Überbombe, die jetzt irgendwo sagt, boah, Maul voll und Wahnsinn. Sondern es, wie du sagst, man kann es wirklich sagen, das ist so ein Mädchengericht. Ja, aber die Kombination, die rote Beete mit der Orange, das finde ich geil. Also rote Beete, Orange finde ich super. Und für einen Franken viel zu wenig Soße. Na, hör halt auf. Viel zu wenig Soße. Wir haben ja kein Knödel dabei. Hast du ein paar Klisto? Nein, aber ist doch gut. Was sagt denn Andreas? Ja, ich habe das also schon die Soße würde mir jetzt auch noch ein bisschen fehlen. Dir wird die Soße fehlen? Ein bisschen mehr Soße würde mir fehlen. Aber sonst die Kombination hier mit der die rote Beete mit dem Chips und mit dieser
Ja, da ist die Soße ja noch. Von der müssen wir vielleicht noch ein bisschen. Das fehlt doch nicht. Du hast ein rosa gebratenes Stück Fleisch. Das ist genauso, als wenn du im Steckhaus schönes Rinderfilet rosa gebraten ist und nachher sagst, kimmen wir mal mit der Sauerbratensoße drüber. Das ist ja nur begleitend. Das ist wie bei Monaco Franzi, genau. Ja, die Soße. Ja, die Sauce. Die Sauce macht's. Monaco aber subtil, Franzi. Ja. Also weiblich würde ich es nicht sagen, aber so ein subtiles Gericht auf jeden Fall. Mhm. Schön. Das Danke, ist Dank. Elegant auf den Punkt. Ja. Entschuldigung. Also. Ja, das ist das Wort. Elegant. So schlimm. Entschuldigung. Aber das ist das Wort, was wir gesucht haben. Es ist wirklich elegant. Genau das ist die richtige Beschreibung dafür, was wir gemacht haben mit Frau weiblich oder sonstigen. Weil ja der George Clooney der Küche gekocht hat. Und deswegen ist es ja auch so elegant. Das ist doch gar keine Frage. Also ich finde es... Leute, kurze Unterbrechung. Ich finde es super. Da kommt Bier. Trinke jetzt schon Bier? Ah, ist ja schon spät. Ja, wenn es genau da ist. Dann ist schon noch elf. Also, Prost. Zum Wohl. Prost. Danke, ja. Es ist alkoholfrei, ist für mich, nehme ich an. Ja, danke. So, zum Wohl. Zum Wohl, Freunde. Haben wir uns heute verdient. Haben wir uns heute verdient. Ja, zum Wohl, meine Herren. So, jetzt sind wir aber gespannt. Gott, richtig schön mit Bier abgefüllt kommen wir zum Dessert. Genau. Also Dessert passiert jetzt gerade der letzte Teil. Im Käse haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und da gebe ich jetzt von dem eingekochten Ahornsirup mit ganz wenig Sternanis. Du hast jetzt doch richtig viel Käse da drauf. Zum Käse dazu, genau. Ach so. Ja. Ja, ich habe das also die ganze Käse Zeit nicht verstanden. Okay. Also da ist er drin erstmal, ne, in den Gut. Und dann hast du aber auch noch Käse dazu. Okay. Das heißt, den Käse muss man jetzt unbedingt doch mal Na, Moment, dazu nehmen, ne? Ja, genau. Das sagen wir jetzt mal hier daneben. So sieht das jetzt aus. Das ist also ein Cranberry-Apfeltörtchen und die Ahornpreußen. So, was sind die Ahornpreußen jetzt? Die Ahornpreußen, das sind jetzt die hier. Das ist das hier, ja, ne? Genau. Das ist auch der Zugang, das ist der. Die gehören beide dazu. Also wir müssen dann die Äußen genommen. Ja, das könnt ihr jetzt essen. Das ist für euch hier, genau. Und das Ja, aber ist es das Dessert so oder was ist jetzt? Die beiden, genau. Das sind zwei Sachen. Das eine ist ganz süß und das andere ist leicht salzig, aber trotzdem so ein Nachtisch, da würde ich dann zum Beispiel einen Portwein dazu trinken. Mhm. Das ist so ein Käse und ich dachte, ich würde das ein bisschen kombinieren, weil Erntedank ist schlussendlich eben auch nicht nur Gemüse und Fleisch, sondern eben auch zum Beispiel beim Käse, dass man sich da auch nochmal bedankt, was sie alles geleistet haben. Aber okay, es sind zwei Desserts. Genau, es sind zwei Desserts, genau. Ja, genau, hau rein. So, Tim hat schon probiert. Da ist das Rührchen mit den Cranberries drin. Das ist ja mein Lieblingswort. Rührchen, genau. Rührchen. Krass. Das reicht eh nicht für alle. Ohne Rührchen. Das ist gar nichts. Äpfel, also ein bisschen angedünstet, die Äpfel. Mit bisschen Calvados ist drin. Und die Beeren haben sie vor allem mit Calvados vollgesogen, bevor sie reinkamen. Und dann eine ganz leichte Zimtcreme dazwischen. So, Tim, was sagst du zu diesem Mädchenessen? Na gar nicht. Ich finde, das ist das erste und einzige Gericht des heutigen Abends, was also frei von jeglicher Diskussion ist. Das ist einfach sehr, 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 sehr gut. Beides. Beides sind sehr schön. Fertig. Da gibt es keine Interpretation, finde ich gut, schlecht, mehr, weniger. Auf den Punkt. Okay. Reinreiben. Und dann ganz viel von dem Ahornsirup halt dazu. Mhm. Sau lecker. Die Apfeldinger sind echt richtig gut. Sau lecker? In Bezug auf was? Stefan, was schmeckt dir so gut? Ja. Meine Mutter sagt, mit vollem Mund spricht man nicht. Ja, aber mach's trotzdem. Geht nicht. Sie ist ja nicht da. Sie guckt aber zu. Ja. Also, das hätte ich jetzt mal andersrum probieren sollen. Es ist beides der Hammer. Das ist richtig schön fluffig, richtig lecker. Mhm. Obwohl ich kein Dessert-Fan bin. Und das mit dem Käse, die Krachel da, das finde ich den Hammer. Ahornpreußen. Super. Mhm. Ja, toll. Ich dachte ja. Und der Käse der kommt da ganz zum Schluss, kannst du auch noch nicht. Ich dachte ja, das ist Apfelkompott, deswegen ging es mit dem Sprechen noch nicht. Ach so, ach so. Okay, okay. Alex, was sagst du? Die Käsedinger esse ich nachher. Ja. Die Krache. Ja, das Törtchen schmeckt gut. Also, ich will jetzt nicht sagen, wenn Soße fehlt, so Vanillesoße oder sowas. Nein, es ist gut. Es ist fluffig, ist saftig, Apfel. Und so heiß also und dieses, schmeckt. Dieses Fluffige, über das wir schon die ganze Zeit reden, fällt wirklich auf. Wie hast du das so schön hingekriegt, dass es so
Also der wichtigste Teil ist, glaube ich, beim Nachtisch, beim Rührteig überhaupt, dass man den richtig, richtig luftig schlägt. Also erst die Butter und dann Zucker dazu und dann mit den Eiern. Und es muss richtig eine helle Masse geben. Ne? Und dann erst Mehl, Backpulver und dann die ganzen Aromen dazu. Also in dem Fall eben Calvados, Zitronenabrieb. Das muss man richtig lange schlagen, dass da genügend Luft drin ist. Und dann am Schluss bleibt es dann fluffig. So. Da hat sich doch der einfach. Alkohol tatsächlich jetzt verflüchtigt, im Gegensatz zu dem, was du gemacht hast, Stefan. Ja. Das muss man sagen. Den merkt man gar nicht mehr so richtig raus. Ne? Alfons, wie findest du es? Ich finde, dass man das einfach in die Hand nimmt und isst es. Dann brauche ich keine Soße dazu. Einen schönen Kaffee bräuchte man dazu. Ja. Und das ist, finde ich, eine tolle Idee. Da, ne? Das bräuchte jetzt, ja, die kann man jetzt dazu essen, aber so ein bisschen Glas trinken, ein bisschen eintauchen. Mit dem Käse, schöne Harmonie. Gemütlich. Ja, in diesem Sinne. Dann, weißt du was, da machen wir Folgendes. Wir bitten direkt schon mal unsere Zuschauer nach vorne, die heute ein bisschen gelitten haben, weil wir sehr wenig Essen verteilt haben heute. Wir haben sehr viel diskutiert über Essen, aber wenig Essen verteilt. Kommen Sie gerne nach vorne, lassen Sie sich die Rüchli. Mal schön auf der Zunge. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Stefan Marquardt, Alexander Herrmann, Tim Melzer, Alfons Schubeck und Andreas Seestuder. Das war's für heute. Jetzt die Kollegin von heute Nacht. Nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.